Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls und dem Beagle. Wir müssen das reparieren, was Nathan gerade ausgelöst hat, nämlich dieses Eindämmungsfeld zu killen. Irgendwas sagt mir, dass da draußen jetzt ein Haufen schwarzer Wolken rumschweben wird. Gut gemacht, Nathan. Gut gemacht. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Klingt gut. Vielleicht ist es auch zu spät. Klingt nicht gut. Jetzt bin ich gut genug. Jetzt verjagen Sie diese verdammten Monster los! Ich sollte sie töten, McGrath. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Aber sowas von. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie werden mich sofort ausbilden. Das ist ein Befehl. Ich wusste, er ist der Richtige für mich. Ich wusste es. Ja, gut, hoffentlich du zuerst. Wir werden allen sterben. Danke, Ryan. Du hast getan, was ich sowieso auch tun würde. Oh, das sieht nicht gut aus. Und? Nate? Cole? Nicht jetzt. Ah, Entschuldigung. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator. Das und auch nicht ist schlecht. An das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Cole, was denn? Was denn, Cole? Oh, in den hellen Raum rein? Beeilung! Die Zeit ist knapp! Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir hatten. Kaum, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Scheiß drauf. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Er hat geschworen, sie nicht mehr allein zu lassen. Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Ach komm, Ryan. Alter, jetzt hängen zwei Leben von mir ab, ob ich alles richtig mache. Ich bin nervös. Ich bin heftig nervös. Die Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Okay. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Dann sterben wir gemeinsam. Aber danke, dass du mir die Informationen gibst, nachdem ich mitgegangen bin und nicht davor. Okay. Oh, hier flubbern sie überall rum. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Oh, 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 der ist mir ein bisschen... Okay, 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 okay. Entschuldigung. Joey, du darfst dich zurückziehen. Ja.
Entschuldigung. Dann los. Wie? Oh, der ist weggegangen. Weitergehen. Ich kann dich aber heilen. Nein, 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 niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Warte, ich kann aber doch noch was finden. Warte. Warte mal. Danke. Lass mich ihn wenigstens heilen, ja? Nein. Ich hab ihn doch jetzt geheilt, oder? Aiden hat getan, was er konnte. Dann bleib mal safe hier drin, okay? Pass auf dich auf, Cole. Lass dich nicht umbringen. Ich hab dich nicht, hoffentlich nicht umsonst gerettet. Ich hatte vorhin keinen Überblick, wo Cole liegt und wo ich laufe. Das war weirde Kamerafahrt, weirde Kamerafahrt. Die Betasonne. Die Betasonne? Okay. Los, ziehen wir es durch. Muss doch schon schief gehen. Okay. Dann wollen wir mal. Also muss ich jetzt nur noch Ryan hier sicher durchbringen. Oh, ich wäre ohne ihn echt besser dran, Entschuldigung, aber. Verloren. Ach, scheiße, Mann.
Aber er hat ja seinen Schutzanzug an. Also, wenn ich jetzt schnell genug ausmache, müsste das doch gehen, oder? Oder ist das gerade Wunschdenken meinerseits? Nate? Ich kann sie nicht finden! Ich rufe sie, aber keiner kommt! Du hast dich verirrt, Nate! Wie alt diese Seelen! Du kennst dich selbst nicht mehr durch deine Trauer! Deine Frau und Tochter sind tot! Nichts kann das noch ändern! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Möglicherweise können wir das alles noch stoppen. Ich weiß, das ist nicht, was du willst. Bitte. Ich weiß, das ist auch nicht das, was Alan und Laura gewollt hätten. Ich dachte schon, der erschießt mich jetzt. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Nur du kannst das Chaos beenden, Jody. Du es für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Damit habe ich nicht gerechnet, Leute, so gar nicht. Von Trauer aufgefressen worden, das ist bitter. Doch so nah dran sein, oder? Kann ich irgendwas machen, oder? Okay. Weiter drehen. Andere Seite. Ah. Oh, das war knapp. Oh, okay. Titel gelesen. Chance zur Zerstörung der Betas, sondern jetzt nimm das und tu es. Diese Dinger werden nicht zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Jody, wenn wir uns beeilen, dann muss er vielleicht nicht sterben. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Wir müssen uns beeilen. Komm, wir müssen uns wirklich beeilen, bevor der tot ist. Ich will den nicht verlieren, Leute, ich will den nicht verlieren. Ich wollte eine Zukunft mit dem aufbauen. Dreck, ey. Ich schaff das. Ich kann den retten. Ich muss nur schnell genug sein. Ich muss einfach nur schnell genug sein. Nein. Pass mich nicht an. Wir injizieren einen Neurotoxin. Sind das Ihre Erinnerungen? In einem permanenten Schock. Genau dasselbe. Wir sind uns, Jody. Zu spät. Komm,
Sun. Na komm schon, komm rum, 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 rum. Oh, Mann. Oh Gott, andere Taste auf einmal mittendrin. Jetzt wieder X, ey, Leute. Ja, das ist eine Schlampe. Eine Hexe dazu. Ach, halt die Schnauze. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Scheiße, Scheiße. Kann ich mich irgendwie befreien? Shit, ey. Einfach weiter. Jody, weiter, 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 weiter. Wir haben es doch bestimmt fast, oder? Ja, reicht dir wirklich mit deinen Ausreden? Ehrlich. Erinnert ihr euch noch, als ich gesagt habe, das war, wo wir zu dem Kondensator gegangen sind, ich habe eine Theorie, wer Aiden ist? Es gibt nichts, was enger zusammenschweißt, als Zwillinge zu sein. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Ist er jetzt fort? What? Wo bin ich denn jetzt? Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Okay. Warum wird das Leben als so dunkel symbolisiert? Leben. Fühlen. Er lebt noch. Mich verlieben. Ich liebe dich, Jody. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Jody, sorry, aber du bist zu jung zum Sterben. Du hast noch so viel vor dir. Du wirst noch früh genug dahin kommen. Und dann wirst du sie wiedersehen. Wenn das so funktioniert, Leute, ich befürchte, man muss tot sein, um rauszufinden, ob das so funktioniert. Thank you.
sie jetzt doch tot? Nein, sie leben noch. Ich habe Cole und Ryan gerettet. Wir leben. Ich glaube, Aiden ist jetzt wirklich weg. Aiden? Ein Wunder. Kein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Ob Aiden sie beschützt hat im letzten? Klar, dass er jetzt nicht mehr da sein würde. Er hat sich ja auch so komisch aufgelöst. Ryans Erklärung angenommen. Haben nur 37%. Cole geheilt. Haben genug Leute. Ryan überlebt. Haben auch genug Leute. Leben gewählt. Haben die meisten Leute. CIA-Geld abgelehnt. Haben die meisten nicht getan. Ich hätte das Geld auch nicht abgelehnt, aber der passt da drin. Beta-Sonne deaktiviert. Hätte ich das auch nicht deaktivieren können? Okay. Dawkins überzeugt, begeht Selbstmord. Okay. Ich hoffe, das heißt, dass ich euch vielleicht alle Enden zeigen kann. Weil ich glaube, dass... Also bis jetzt hatte jedes Quantic Dream Spiel mehrere Enden. Das kann ja nicht sein. Aber wir gucken mal jetzt erstmal weiter. Und ich weiß, dass Beyond Two Souls halt mehrere Enden hat. Das weiß ich halt. Das ist schön. Seitdem die Beta-Sonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten. Ja, klar. Zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Naja. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Sie haben keine Funktion mehr für Jodie. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt,
Ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Okay. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Verständlich. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Ist es überhaupt nicht? Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Ist überhaupt nicht dämlich. Cool. Ich hätte dich fast verloren. Als wäre sie irgendwo da. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Ryan und Jay, Zoe und alleine. Also, ich werde jetzt den Weg wählen, den ich gerne für mich wählen möchte. Werde aber auch schauen, da das ja der Epilog ist, dass ich euch vielleicht noch die anderen drei Enden zeigen kann. Aber jetzt gehen wir erstmal den Weg, wie ich ihn wirklich gehen möchte. Und das ist, wie ich ja schon mehrmals betont habe, gerne mit Ryan. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Der hat ein wirklich schönes Haus. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Ich gönne das vom ganzen Herzen. Aber dass er so geduldig gewartet hat, Leute, wenn das kein Beweis ist, er hat wirklich gewartet. Das war jetzt aber ein bisschen wenig. Oh, geht doch. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Klappt mit dem ja anscheinend gut. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Das ist eine komische Art, damit umzugehen. Als würde die andere Seite nicht da sein. Warum sieht sie so unglücklich aus? Jetzt könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Oh, Leute, guckt euch an, wie schick das da ist. Da würde ich es mir auch gut gehen lassen.
Ist er doch noch da? Aiden? Wo warst du denn die Monate über? Bist du verloren gegangen oder was? Wie so ein Hundewelpe. Jetzt hat sie alles, was sie sich wünscht. Sie hat Aiden zurück, sie hat Ryan. Damit kann ich... Cole lebt. Damit kann ich leben. Wirklich, sehr leben. Aber eine Sache lässt mich nicht los. Ihr Traum. Was ist los? Sie hatte doch ganz am Anfang einen Traum von irgendeiner sehr zerstörerischen Zukunft. Ist das jetzt bedeutungslos geworden? Oh. Ich sehe Dinge. Streich das, was ich gesagt habe. Furchteinflößende Dinge. Na, ich glaube, da konnten sie dann nicht mehr schweigen. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber. Ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ladies and Gentlemen, das war Beyond Two Souls. Ich werde die Ellen Page. Ich werde die anderen die anderen Enden in ein separates Video packen, damit ich das hier nicht rausreiß. Eric Winter, sag ich doch. Ich habe ihn irgendwie wieder nicht. Eric Winter, oder? Übrigens in der Szene, wo ich aus der Bar gegangen bin, das war richtig gut, dass ich das getan habe. Sonst wär da richtig Aim Shit gegangen, ne? Und wäre das passiert, hätte ich mit Ryan nicht schlafen können, tatsächlich. In der Nacht im Apartment. Ja, was halte ich von dem Spiel? Ich gebe zu, ich habe das erwartet, dass das für mich das schwächste Game ist von den Quantic Dream Games. Am Ende des Tages bleibt es irgendwie so dabei, aber es hat doch ordentlich aufgeholt. Aufgeholt im Sinne von, ich war doch positiver überrascht von der gesamten Handlung, als ich es am ersten Moment erwartet hatte nach der Prämisse. Wie gesagt, ich kannte davon fast nichts. Ich hatte nur mal ein Let's Play gesehen gehabt und das war so lange her, dass ich so ab dem, ich nur ganz schemenhaft ein paar Sachen in Erinnerung hatte. Ich kann noch nicht mal sagen, ab wo. Sondern es ist immer mal wieder was aufgeblitzt, dass ich das Gefühl habe, das kenne ich von irgendwoher. Aber genutzt hat mir das gar nichts. Ich hatte dann ja, wie gesagt, parallel dazu immer mal wieder reingeguckt bei Betagon, wie er dann die Situation gelöst hat, die ich bei mir ja nicht so gelungen fand. Und mir ist aufgefallen, dass er zum Beispiel total anti-Ryan war und dementsprechend sah sein Spiel dahingehend auch völlig anders aus. Er hat zum Schluss auch alleine gewählt, tatsächlich. Ihr werdet dann in einem anderen Video mit den drei Enden sehen, was alleine ist. Ich hätte natürlich auch gerne Zoe genommen, weil soweit ich weiß, haben wir die ja auch nie wieder gesehen. Und gerade die hätten es echt verdient, Jodie wiederzusehen. Die haben ihr so geholfen und Jodie hat denen so geholfen. Aber alles in allem, also bis auf der CIA-Kram, hat mir alles sehr gut an dem Spiel mit gefallen. Auch die Charakterentwicklung insgesamt hat mir gefallen, dass es mich am Ende so mitgenommen hat. Hut ab, Quantic Dream, ihr schafft es immer wieder. Das mit Nathan war am Ende doch schlimmer, als ich dachte, weil er sich selbst erschossen hat.
Versteht mich nicht falsch, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der hat Dreck am Stecken gehabt, aber er hat vor lauter Trauer einfach sich selbst vergessen und dadurch diesen Dreck am Stecken gehabt. Und irgendwie ist das natürlich keine Entschuldigung für all das, was er getan hat. Ich zweifle aber nicht an, dass er Jody wahrhaftig und wirklich geliebt hat. Er hat sie nur vielleicht ein paar Mal zu oft für seine eigene Sache benutzt. Das ist ja unabhängig von seinen Gefühlen eben. Sonst mochte ich, wie gesagt, auch das mit Ryan, auch dass man da Höhen und Tiefen hat und das nicht von Anfang perfekt läuft, dass Ryan einfach diese Entwicklung durchgemacht hat, vom Zinnsoldaten zum selbstdenkenden Menschen, der sich für Jody entschieden hat. Das fand ich sehr gut. Das mag vielleicht auch an meiner Spielweise gelegen haben, dass er das getan hat, aber trotzdem, ich habe darauf hingearbeitet und wurde belohnt. Was mir nicht so gut gefallen hat, wie gesagt, die CIA-Passagen, die fand ich ein bisschen unnötig, auch wenn daraus natürlich diese ganzen Fluchtsequenzen entstanden sind, das ist mir klar. Aber die sind für mich so das größte Manko tatsächlich, weil diese Prämisse war nicht so meine Prämisse. Was ich auch nicht mochte, ist, dass ich Sound nicht richtig anpassen konnte, nämlich gar nicht anpassen konnte. Ich konnte weder sagen, ich möchte die Musik gern ein bisschen leiser haben, die Stimmen ein bisschen lauter haben. Ich musste euch das alles so ungefiltert geben, weil es nirgendwo in den Einstellungen etwas dazu gab. Aiden, Thema Aiden. Ich hatte, wie gesagt, bei Kondensator ja schon gesagt, dass ich eine Theorie habe. Ich wollte sie aber nicht tottreten, weil ich Angst hatte, dass ich damit recht hatte. Und ich hatte damit recht. Zum einen ist diese Verbindung zwischen Zwillingen, sei es lebend, sei es einer von den beiden tot, jetzt nichts Unbekanntes in der Storytelling-Maschinerie. Im Gegenteil, das wird sehr oft benutzt. Und ich habe ja schon die Vermutung aufgestellt, wer auch immer dabei Jody ist. Wir haben festgestellt, er muss aus dem Totenreich sein, das wurde mehrmals betont. Es muss also jemand sein, der ihm unglaublich nahe steht. Und wer steht dir näher als dein eigener Zwilling? Dass die beiden natürlich nichts davon wussten, dass sie Zwillinge sind, ist umso trauriger. Aber sei es drum. Trotzdem, auch wenn das sehr berechenbar irgendwo war, oder verratet es mir gern, ob es für euch berechenbar war, fand ich es schön erzählt. Auch, dass sie ihn eigentlich die ganze Zeit loswerden wollte, aber als er dann weg war, es für sie unerträglich war, weil sie kannte ja nichts anderes als Aiden. Ich hätte gerne mehr von dieser Infrawelt in dem Sinne gehabt, als dass man... Ja, das, was sie mir am Ende gezeigt hätten, wäre ein ziemlich geiler zweiter Teil gewesen, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube nicht, dass Quantic Dreams daran je weiterarbeiten wird. Denn ich meine, dass Beyond Two Souls an und für sich im Schnitt weniger Resonanz als Heavy Rain und eben... Detroit Become Human... bekommen hat. Gut. Ich bedanke mich, dass ihr Dawkins überzeugt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier mit dabei 37% haben nur 37% haben Ryan gewählt. Das ist traurig. Ich bin mal gespannt, wenn ich euch das aufnehme, wie viel Prozent jeder Satz so gemacht hat. Bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, viele mochten Ryan nicht. Ich glaube, ich bin dann so ein Außenseiter, dass ich den mochte und ihm seine Chancen gegeben hatte. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis hierhin dabei seid. Wie gesagt, in einem extra Video kommen nochmal die anderen Enden. Wieso sind da vier? Wieso vier? Es gab doch nur noch mich alleine. Zoe und Dings. Okay. Verstehe ich nicht so ganz. Muss ich mal nachgucken. Ach, ich hätte mich ja auch noch für den Tod entscheiden können. Das habe ich nicht gemacht. Das kann ich euch auch nicht mehr zeigen, tatsächlich. Ich kann euch maximal die Epilog-Sachen noch zeigen. Jetzt habe ich mich schon dreimal bei meinen Bedanken unterbrochen. Danke, dass ihr mir bis hierhin zugeschaut habt. Wir sehen uns in Detroit Becomes Human wieder, weil ich werde die Quantic Dream Sachen jetzt natürlich in einem Rutsch machen, damit sie alle dann zusammengehörig da sind. Bleibt dann auch bei dem Samstags 15 Uhr Slot. Samstag, Sonntag 15 Uhr Slot. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dem Let's Play wie ich. Und sollte
ihr auf Detroit Become Human keine Lust haben, könnt ihr auch einfach in ein anderes Let's Play bei mir reingucken. Es sind ja mittlerweile genug da, tatsächlich. Und ansonsten sage ich, haut rein und verpasst nicht mein anderes Ende-Video.